Ja, hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe User von MFS Fußballtraining TV. Also ich muss noch mal, ja, willkommen zur 73. Folge von Einfach besser Fußball spielen. Wir sind wieder der Michi. Hello. Und ich der Jojo. Letzte Woche, wir hatten eigentlich versprochen, dass wir letzte Woche Podcast drehen. Ja. Dann musste ich leider arbeiten. Ja, weil der liebe Daniel sich verletzt hatte. Welcher Daniel? Young. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, ja. Es hat sich dann doch nicht als so schlimm herausgestellt, aber er hatte dann MRT und dann musste ich einspringen für ihn im Feriencamp und deswegen konnten wir nicht drehen, aber jetzt sind wir wieder da und freuen uns. Ja. Genau. Wir haben auch einige Eindrücke aus den Feriencamps mitgebracht. Du machst ja keine Camps mehr, bist zu alt für diesen Schmoren. Gell? Aber ich habe zugeguckt. Ja? Hm. Schön. Wo? Das kann ich so gar nicht sagen. Also einmal Schäftlern bei uns da, weil ich da zufällig ein Einzeltraining hatte, dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Und dann bin ich auch ein bisschen rumgefahren. Ah ja, schön. Heimlich. Hinter dem Busch. Ah, verstehe. Ein bisschen gucken, ob die Jungs guten Job machen. Sehr gut. Und? Ja, wir machen alle Top-Job, guten Job. Top-Job, gell? Ja. Ja, machen sie gut. Naja, machen sie gut. Ja, schaut schon gut aus. Geht schon. Genau, und da sind so ein paar Sachen, also mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Das hat sich jetzt auch nochmal verstärkt in dieser Woche mit den ersten Trainings wieder. Mhm. Wohl gehen wir gleich in Medias Res, wie der Lateiner sagt. Ja, schön, ne? Komm, da kann man schon ein bisschen, wenn man studiert hat, ne? Mehr hast du nicht mehr drauf. Ja, nö, mehr habe ich auch nicht. Das große Latinum, kannst du dir das vorstellen? Ja, habe ich auch. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe auch ein Graecum. Du hast ein Graecum? Mhm. Da hast du jetzt wirklich meinen Respekt. Mhm. Weil das große Latinum, also es sei denn, du hast dir das so erschlichen wie ich, das große Latinum. Ja, ich hatte das halt irgendwann dann. Ja, ja. Also ab dem Jahr so und so in der Schule hat man das halt dann. Ja. Ja, aber dass ich, du musst ja dafür die Note haben, eine Klasse. Ja, eine 4. Achso, aber fürs große Latinum dachte man eine 2. Achso, ja, ich glaube, bei uns gab es das gar nicht mehr. Bei uns gab es kein Großes und Kleines. Es war einfach Latinum und Gutes. Ja, es hieß für weichlich und der Gesellschaft damals schon. Und ich hatte dann im Studium eben noch Altgriechisch. Ehrlich? Mhm. Sauber. Katholische Theologie, da musste man Altgriechisch lernen. Ah, stimmt natürlich, klar, liegt nahe. Ja, das war also echt für fies. Alle, die aufs Latinum hinaus wollen, kann ich nur eines empfehlen, so kleine Übersetzungsbibliotheken. Ja. Die man dann irgendwie gut während der Schulaufgaben platzieren muss. Völlig schräg. Ich distanziere mich. Ja? Ja. Also weil du auch noch Lehrer bist, das kannst du sich gar nicht sagen. Von diesen Betrugsversuchen. Weil du so braver warst. Ja, ja. Hast du früher auch in den Taschenrechnern Mathematik, das schweift man voll ab, Spicker reingeschrieben mit Bleistift? Die hatten doch so eine schwarze Klappe, und wenn man die aufgemacht hat, dann haben da drin so Formeln immer so reingeschrieben mit Bleistift. Also an Spicken kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, habe ich bestimmt auch mal gemacht. Ich habe einen verschärften Verweis bekommen in der Schule. Ja? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Das ist eine lustige Geschichte. Bevor wir Medias Res gehen. Ja, jetzt machen wir kurz die. Also wir hatten bei uns, siebte Klasse war das damals, die siebten Klassen waren im Keller und die hatten so einen eigenen Aufenthaltsraum, wo wir in der Pause sein durften. Und in diesem Aufenthaltsraum war ein Automat, wo so Twix und so drin war und so Süßigkeiten. Ne? Und diese Automaten, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, mit so Drehscheiben, wo dann immer so wie so ein Kuchenstück ausgeschnitten ist und wo dann immer eins weitergeht und dann kannst du dir das rausholen. Ja. So, und da war es so, diese Trennwände hatten Löcher, da konnte man mit dem Lineal durch und konnte dann quasi das Twix nach unten, also nach vorne schieben, dann ist es runtergefallen und unten konnte man das dann rausnehmen. Okay, du bist erwischt worden dabei. Und das habe ich zusammen mit einem Kumpel und drumherum standen noch sechs andere Schmiere, haben wir da dieses Twix rausgeholt, also ein Twix und das dann uns aufgeteilt. Nein, nur einmal, also das haben wir einmal gemacht, einmal dieses Twix. Und dann wurde der Automat abgeschaltet, also dann haben die den halt vom Strom genommen, als die gemerkt haben, da wurde was rausgeklaut. Und dann war es irgendwie so, dann das war schon eine Woche später oder zwei Wochen später, da waren zwei Fünftklässlerinnen, ich weiß bis heute nicht, warum die in diesem Aufenthaltsraum der siebten Klasse waren, haben dann den Lehrer gefragt, Herr, ich weiß auch nicht mal, wie der hieß, warum ist der Automat aus? Und dann haben die gesagt, ja, hat er gesagt, ja, weil da was geklaut wurde. Wir wissen, wer das war. Oh Gott. Und ich war damals halt schon groß und blond. Ja. Der große Blonde. Das war halt natürlich klar, dass die sich an mich erinnern.
Und dann wurden eben ich und der Kollege, mit dem es gemacht hat, Rektorzimmer. Und unser Rektor war damals ein richtig mieser Typ, also ein richtig, richtig strenger, vor dem alle echt Schiss hatten. Und da standen wir kleine Burschen da, siebte Klasse, da in diesem Rektorzimmer drin und der schreit uns zusammen. Kein verschärften Verweis. Und da hatte man echt Respekt davor. Ja, ja, ich war daheim, ich bin daheim gekommen. Ich hatte Tränen in den Augen, habe meinen Eltern das gebeichtet. Mit Tränen in den Augen, ich war da völlig aufgelöst. Mein Vater hat gesagt, jetzt ist erstmal ein Twix. Hat es wenigstens geschmeckt. Dann geht's dir besser. Ja, das war. Kannst du mir das sagen, wie das geht? Wir haben bei uns in der Arbeit auch so ein Automaten. Genau, und so habe ich einen verschärften Verweis bekommen. Ja. Und auf diesem verschärften Verweis stand drauf, wegen unkameradschaftlichem Verhaltens, weil uns wurde gesagt, wenn sie Diebstahl draufgeschrieben hätten, hätten sie die Polizei informieren müssen. Ja. Und deswegen habe ich einen verschärften Verweis wegen unkameradschaftlichem Verhaltens. Ja. So. Und erst sollten alle, die drumherum standen, auch einen verschärften Verweis bekommen. Und das hat unsere Klassenlehrerin dann noch abgemildert. Die haben alle einen normalen Verweis bekommen. Und ich und der Kollege, der das mit mir zusammen da aktiv geklaut hat, die haben einen verschärften Verweis bekommen. So. Schöne Geschichte. Das ist die Geschichte dazu. Wunderbar. Ja, toll. Jetzt Fußball. Da versuchen wir uns mal den Bogen. Ja, jetzt wie kriegen wir den Bogen gespannt? Also, mir ist aufgefallen, jetzt in mehreren Situationen, und zwar war das einmal, um so ein bisschen, damit man ein bisschen ein Gefühl dafür hat, was das für Spieler sind. Also Feriencamps sind ja Kinder, die kennen wir nicht im Zweifel. Ja. Also sind dann zwei, drei dabei, die wir schon mal gesehen haben, die vielleicht auch im Fördertraining sind und so. Aber grundsätzlich kennen wir die erstmal nicht. Wir wissen nichts über den Leistungsstand an sich. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ist es meistens so von ambitionierter Vereinsspieler, der richtig gut kicken kann, aber jetzt nicht NLZ-Niveau oder so, bis zu Kinder, die gar nicht im Verein spielen und einfach mal Fußball in den Ferien machen wollen. So, das ist die Range, die wir da haben. Ja. Und denen machen wir halt auch Abschlussspiele dann. Und ich habe dann versucht, viel so in die Richtung, was wir auch immer gesagt haben, 3 gegen 3 plus Torwart, also 4 Spieler auf E-Jugendtore auf einem kleineren Feld als jetzt ein normales E-Jugendfeld. Und mir ist halt aufgefallen, und das, ich komme gleich noch drauf, das ist mir nämlich dann später auch nochmal aufgefallen bei einem anderen Training, wenn du da halt wirklich konsequent im Coaching bist und wenn du halt wirklich da die ganze Zeit dabei bist, dann wird da kein Ball mehr weggeschlagen. Da wird kein Ball mehr einfach irgendwie weggehauen, weil ich jetzt Angst habe, einen Ball zu verlieren. Da wird vom Torwart kein Ball mehr hoch rausgespielt, da fliegt kein Ball mehr in der Luft rum. Und das finde ich schon beeindruckend. Also natürlich passieren da Fehler trotzdem immer noch. Natürlich kommen da Fehlpässe und dann schießt er den Ball ins leere Tor, solche Sachen. Natürlich passiert das, aber sie haben keine Angst mehr davor, diese Fehler zu machen. Und das liegt, und davon bin ich halt überzeugt, das liegt zu 100% daran, weil der Trainer, in dem Fall jetzt ich halt, da draußen steht und es die ganze Zeit einfordert und sie, wenn das passiert, dass sie einen Fehler machen, dann sofort abhaken und sofort weiter geht's und gut, dass du es trotzdem probiert hast und weißt? Ja, ja. So, und ja, man muss ja da auch sagen, dass es werden nicht nur die Bälle, also man muss, glaube ich, nur eins vorneweg setzen. Wenn man in ein Feriencamp hineingeht und man kennt die Kinder nicht und man hat das allererste Abschlussspiel in der Woche mit denen, dann ist es meistens echt noch ein wildes Gerumpel. Aber in relativ kurzer Zeit kriegt man das hin, dass das raus ist und dass die dann wirklich versuchen zu kicken. Und ich finde auch, was man noch sagen muss, ist, dass es relativ schnell sogar geht, dass es nicht nur versucht wird, spielerisch zu lösen, sondern dass dann ganz viele Spielsituationen entstehen, bei denen man als Trainer dann sagt, cool, also schön gespielt. Ja. Und nochmal, das finde ich, muss man schon auch betonen nochmal, dass man da nicht die talentiertesten Jungs beisammen hat. Das ist eben genau der Punkt. Und vor allem auch Kinder, die noch nie zusammengespielt haben im Zweifel. Ja. Kinder, die sich selber untereinander nicht kennen. Und dann hast du da halt Sachen, und es muss ja nicht, gar nicht mal zwingend ein Trick sein, das hast du dann auch immer wieder mal dazu, aber dann hast du Sachen, dann spielt der auf einmal, der Verteidiger kriegt den Ball, wird von 3 Spielern angegriffen, spielt nochmal zum Torwart und der Torwart spielt sofort eine Verlagerung auf die andere Seite. Ja, genau. Es entsteht mega cool. Von selber eigentlich ein ganz ansehnliches Fußballspiel relativ schnell. Und am Ende der Woche, das ist auch so meine Erfahrung, wenn dann das große Abschlussturnier ist am letzten Tag und die Eltern... Da wird es wieder richtig schlecht.
Ja, natürlich, weil manchmal auch die Eltern dann da sind und wollen die Kinder alles zeigen für ja. und dann übertreiben sie es halt auch manchmal. Aber grundsätzlich habe ich da auch die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern beeindruckt sind. Ja. Also entweder sind sie beeindruckt, wie gut die kicken können, also ihre eigenen Kinder auch. Manche Eltern, deren Kinder im Verein eine sehr untergeordnete Rolle spielen, sind total glücklich, dass, wie sie sehen, wie ihr Kind plötzlich da aufgeht und auch Fußball spielen ja. kann. Ja. Etwas, was er sich vorher nicht zeigen durfte, aus welchen Gründen auch immer. Also das ist immer echt ganz, ganz, ganz spannend zu sehen, ja, durchaus. Ja, absolut. Und das ist halt sowas, also mit dem Abschlussturnier, wie ich gerade gesagt habe, das ist dann, da ist dann die Camp-WM und dann sind alle Eltern da und dann ist es, das habe ich schon oft erlebt, dass es dann halt eher wieder schlechter wird und dann viel Geweine und Geheule gibt und alles ganz unfair ist. Und ja, es wird es ja auch. Aber da muss man als Trainer noch mehr dagegen steuern in dem Moment. Genau, genau. Aber grundsätzlich ist es definitiv so und mir ist es jetzt auch wieder aufgefallen, dann im Prinzip genau dasselbe. Ich hatte diese Woche Montag ein Schnuppertraining bei einem neuen Verein mit dem Daniel Young, dem es wieder gut geht. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ne? Was hat denn das MRT eigentlich ergeben? Der hat irgendwie nur die Kniescheibe rausgesprungen und dann... die Kniescheibe rausgesprungen? Ja, anscheinend. Und hat er dann nur... Weißt du, wie man sowas repariert? Lieber Young, Daniel, wenn du jetzt zuhörst. Ja. Ich kenne einen Spieler, dem ist das passiert. Jetzt müsste ich lügen, wenn ich sage, Alexander Fuchs... vom SV Sandhausen heute, dritte Ligaspieler. Dem ist das mal passiert, als er bei 60 München, als ich da war, in der U19 gespielt hat. Da ist es dem passiert und dann renkt man das ja wieder ein sozusagen. Dann strafft man ein bisschen die Muskulatur und dann ist auch wieder gut. Und dem ist das ein zweites Mal passiert. Dieselbe Stelle. Und wenn das, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Fuchsi ist. Mhm. Muss ich ihn fragen. Mhm. Und wenn es ein zweites Mal passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, so habe ich das im Kopf, recht hoch, dass das halt immer wieder passiert und dann kann es auch schlimme Auswirkungen haben ja. auf alles Mögliche. Und deswegen hat man damals eine OP gemacht und hat lieber Daniel Young aus dem Hintern eine Muskel, eine Sehne oder eine Muskelfaser entnommen, ja. um das quasi dann da irgendwie, ich nenne es mal, drüber genäht, als eine neue Patellasehne, also eine zweite, eine stärkere, um diese Kniescheibe zu fixieren, damit die nicht immer rausspringt. Ich hätte halt Tape einfach drumherum. nein, das hilft wahrscheinlich nichts. Sehr, sehr zu schlau werde ich schon sein. Na gut. Ja, also, lieber Daniel Young. Dann hat er aber einen Arsch. Ran an den Arsch. Weiß nicht, ob es jetzt bei ihm so wichtig ja, ist. Aber ja, da bekommt der Begriff Arschtritt gleich eine neue Bedeutung. Ja. Ich frage den Fuchsi. Ja, sehr gut, sehr gut. Also auf jeden Fall... Bei dem Verein war es dann auch so, Abschlussspiel gemacht. Das waren natürlich jetzt alles Kinder, die im Verein spielen, aber auch einfach bunt gemischt. Einfach F-Jugend, G-Jugend und danach dann noch E und D. Und das ist einfach ein schönes Fußballspiel. Ja. Das ist schön anzuschauen und das macht einfach Spaß. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich interessant fand, ich habe in dem Camp am allerersten Tag, weil sie es unbedingt wollten. Ich hatte eine Gruppe mit 18 Kindern, mit einem Kollegen noch zusammen, also mit einem jungen Kollegen, weil wir machen ja normalerweise so 12 Kinder. Jetzt hatten wir da 18, habe ich die zusammen mit einem jungen Kerl noch gemacht. Ich habe am ersten Tag 3 Sechser-Mannschaften gemacht und dann 6 gegen 6 und dann die Mannschaft, die Pause hat, hat dann 3 gegen 3 auf Minitore gespielt. Und bei diesem 6 gegen 6 war es schon wieder kein schönes Fußballspiel, weil da einfach die Taktik zu wichtig ist. Da müsstest du so viel in die Taktik reingehen, damit das ein schönes Fußballspiel wird, ja. dass es eigentlich nicht möglich ist. Deswegen kleine Mannschaften und dann ergibt sich das automatisch quasi. Mit 3 Feldspielern noch vielleicht, noch mit 4 allerhöchstens. Ja, ja, genau. Und dann ergibt sich das automatisch. Ja, und dann ist es ja so, wenn jetzt das wieder einer fragt, ja, aber dann ist es ja, da gibt es ja praktisch immer diese Denkweise, ja, aber genau deswegen musst du mehr 6 gegen 6 spielen, damit sie es lernen sozusagen. Ja? Und da muss man halt ganz klar sagen, ja, nein, eben nicht, sondern wie du sagst, das 6 gegen 6 ist ja dann, da kommst du dann schon auf ein paar so, nennen sie jetzt mal taktische Kniffe an. Ja. Ja? Und ohne Technik keine Taktik. Das heißt, du musst natürlich den Kindern zunächst erst diese Techniken beibringen und ja. sie müssen es im Spiel ausprobieren können. Dafür brauchst du die kleineren Spielformen. Dann haben sie irgendwann diese Techniken gefestigt, automatisiert, haben auch Selbstvertrauen.
Und dann kannst du natürlich mal hergehen und wenn du dann in so einem 6 gegen 6 ein paar Jährchen später dann sagst, jetzt mach das mal breit und dann kriegt so ein Flügelspieler halt mal einen Ball und hat dann, weiß dann schon von selber meistens, okay, da kann ich jetzt das anwenden, was wir dann in diesen kleinen Spielformen früher trainiert haben, ohne dass das ein bewusster Prozess ist. Das entsteht dann automatisch. Ja? So irgendwie so ein Drücken, Schiebekontakt und mal einen Schuss für einmal irgend sowas. Genau. Ja, das ist echt spannend, das stimmt schon. Also man sieht da eigentlich wieder, was, weil ja wirklich diese Diskussion bei der DFB-Jugendreform ja auch aufkam von einer großen Gruppe an Trainern, dass das dann diese Verweichlichung und etc. und die müssen ja den Druck lernen und etc. Der ganze Käse. Man sieht eigentlich da immer ganz gut, was eben dieser Druck bewirkt. Also null fußballerische Entwicklung eigentlich. Ja. Null. Oder genau. Wenig. Genau so ist es. Und ja, wie gesagt, also das ist was mir aufgefallen ist. Und im Prinzip, da geht es mir jetzt auch gar nicht mal so sehr, das ist ja das, was dann dahinter steht, um diese fußballerische Entwicklung und um das, wo es dann hingeht letztens. Mir geht es im Prinzip jetzt erstmal eigentlich nur ganz banal drum, lasst die Kinder Fußball spielen und seid da die ganze Zeit dabei im Coaching, unterstützt sie da, weil dann funktioniert es auch. Ja. Wenn du da quasi nur das laufen lässt, dann natürlich bolzen sie dann, natürlich wird dann der Ball hoch rausgeschlagen, natürlich. Ja, aber man muss ja sagen, Johannes, finde ich, das muss man jetzt schon mal sagen, da sind ja wirklich extreme Dinge dabei, wo wir ja als Trainer von der Fußballschule ja nur den Kopf schütteln. Aber dann weißt du schon, woher, also was im Verein passiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fördertraining von mir nehme, das ist ja auch so ein Beispiel übrigens, ja. Du hast ein Fördertraining, das hast du schon relativ lange. So, ja. Die Kinder lernen bei dir die ganzen Tricks, finden, lernen coole Ballannahmen, coole Moves, coole Torschussübungen und dürfen das bei dir in den Abschlussspielen, in so einem Fördertraining, permanent anwenden. Und das funktioniert wunderbar. Dann kommen die Osterferien, ja, dann siehst du die zwei Wochen nicht, dann kommen die zurück zu dir ins Fördertraining, ja, dann steht das Abschlussspiel, dann spielen wir mit rotierendem Torwart quasi, also mit Zahlen und alle Zeit, dann wird mit dem Torwart durchgewechselt. Ja. Dann kriegt der Torwart den Ball zurückgespielt von seinem Mitspieler und wir spielen 3 gegen 3 mit jeweils 2 Torhütern. Ich stehe im anderen Tor, damit es sich ausgeht. Der kriegt die Kugel zurückgespielt und was macht er? Er drischt einfach direkt auf mein Tor. Weißt du? Er schießt einfach direkt auf Vollgas. Ja. Ich check's gar nicht, das Ding geht auch noch rein. Er findet super, alle jubeln und ich sage, was ist denn das jetzt? Ja? Könnt ihr bitte den Ball annehmen? Ja, das argumentiert jetzt mal dem Jungen, dass das nicht gut ist. Sag ich, super Schuss, ja, aber du weißt, was man bei mir machen muss. Ja, dann erinnert er sich wieder. Eine Minute später kriegt er den nächsten Rückpass, den drischt er wieder einfach weg. Mhm. Dann weißt du, was in 14 Tagen im Verein abgegangen ist. Das weißt du. Ja, das weißt du sofort, dass es dann halt einfach die straighte, simple Lösung ist von engen Situationen. Das ist ja auch der Grund, ich meine, deswegen machen sie das ja überhaupt auch im Abschlussspiel so, im Camp, weil sie das halt so gewöhnt sind. Also das kennen sie halt so aus dem Verein. Ja, ja. Deswegen nimmt der Torwart den Ball in die Hand und will erstmal, also ich sehe ja dann schon, was er will, und dann schreite ich schon ein und sage dann, okay, und stopp. Da wird auch oft gezweifelt, ne? Also der nimmt den Ball in die Hand und dann macht er einen Abschlag quasi. Ja. Ja, oder will ihn machen, merkt aber dann, das Feld ist ja viel kleiner als bei mir im Training. Ja, ja, er ist dann so ein bisschen unsicher. Mache ich jetzt einen Abschlag auch? Und ich merke dann, also was ich immer versuche dann, was jetzt gerade so meine Strategie ist, ich gehe dann immer hin, übernehme die Rolle des Torwarts quasi und nehme mir irgendeinen Spieler raus und sage so, jetzt pass auf, stell dich mal dahin, ich spiele jetzt einen Ball zu. Auf zwei Arten und du sagst, bei welchem Ball du besser annehmen kannst. Ja. Und dann spiele ich ihm einmal halt einen hohen Ball oder ich werfe ihm einen hohen Ball zu und dann einmal passe ich ihm den Ball hin. Und dann sagen die natürlich, der gepasste Ball, den kann ich besser annehmen. Und das ist dann quasi mein erstes Argument, warum wir flach rausspielen. Ich muss jetzt lachen, weil das habe ich auch immer so gemacht. Da kann ich mich an eine Szene erinnern, wo ich so einen kleinen 8-Jährigen einen Ball wirklich beschissen hinwerfe und er ihn brutal geil runterstopft. Das hatte ich auch schon. Flach da. Und er hat mir so, okay, gut, das hast du jetzt gut gemacht, ja, so, aber was ist denn jetzt grundsätzlich eigentlich? Wir wiederholen nochmal. Ja, ja. Super, was du als Trainer erlebst. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist dann das erste Argument, natürlich. Ja. Ich meine, man kann dann trotzdem ja, also selbst wenn das so ist, kann man ja trotzdem als Kind dann argumentieren und sagen, ja gut, das mag schon einfacher sein, aber wenn ich den Ball hoch rausschlage, dann ist er weg. Und dann versuche ich halt noch zu erklären, wobei das dann halt immer so ein bisschen weit führt,
wir wollen lernen, rauszuspielen, weil wenn wir dann größer sind, können wir immer noch den Ball mal wegschlagen, aber jetzt wollen wir erstmal lernen, vorauszuspielen, weil das können wir dann später nicht mehr lernen. So, das ist so ein bisschen kompliziert, deswegen ich versuche es meistens einfach ein bisschen abzukürzen, das ist jetzt so und fertig und das wird jetzt nicht hinterfragt, nur die macht das jetzt so unfair. Ja. Weil sie merken dann auch, dass es klappt. Also weißt, es gibt dann immer irgendeine Situation im Spiel auf einmal, wo der Torwart flach rausspielt oder wo der Torwart einen Ball zurückbekommt und dann ich mir schon denke, jetzt schlägt er bestimmt gleich wieder weg. Dann schlägt er nicht weg, nimmt ihn an, spielt weiter und dann schießen die ein Tor und dann coache ich natürlich sofort so und das Tor schießen wir jetzt nur wegen ihm. Wegen ihm haben wir das Tor geschossen. Ja, genau. Dann ist er stolz wie Sau und die anderen denken sich vielleicht auch, ah ja, okay, stimmt. Ja. So, aber du hast natürlich, das muss man halt, also das ist jetzt praktisch nichts, was aus die Kinder direkt sich bezieht, aber wenn du zum Beispiel gestern Champions League, hast du es gesehen, Atletico gegen Dortmund? Ja, gestern habe ich nichts gesehen. Das 1-0 für Atletico, glaube ich, war es, dieser Rückpass, der dann ins Zentrum gespielt wird und der leitet ihn direkt mit der Außenseite weiter. Da kriege ich natürlich immer wieder die Diskussion, wenn ich das dann so erkläre, in so einem Fördertraining beispielsweise, und Eltern sehen zu, dann das Training ist aus, dann kommt ein Vater oder eine Mutter zu mir und sagt, vor allem Väter sind das ja natürlich dann ein Bundestrainer, und sagt, ja, aber jetzt da der Atletico, der hat dann gestern da mitten reingespielt, der Dortmunder. Wenn der den wegschlägt, dann... Ja, und dann passiert das nicht. Ja. Ja? Und da habe ich halt schon... Und dann hast du natürlich erstmal ein Argument. So, da hat man natürlich dann die Diskussion ganz zu kurz da. Da muss ich halt immer sagen, antworte ich halt drauf, naja gut, also der Pass in die Mitte, da kann man jetzt drüber streiten. Das ist mir halt aufgefallen, das haben mich auch gestern, wer war denn gestern der Kommentator, ich glaube der Michi Ballack war das dann, der dann schon gesagt hat, die Trainer offensichtlich fördern das, dass dann gerne in die Mitte gespielt wird. Ja. Links, rechts waren die beiden Innenverteidiger schön breit gestanden, wären auch frei gewesen. Ich weiß nicht, warum dann der Ball in die Mitte reingespielt wird, das wird Gründe haben. Aber es ist dann eine Frage der technischen Lösung, dass in dem Fall 6er, 8er, dass der kurz kommt, dass er den halt nicht direkt weiterspielt, ohne zu gucken mit der Außenseite, sondern da gibt es halt dann technische Lösungen dafür. Er muss halt sehen, durch ein gutes Scannen vorher, da ist ein Gegner mir im Rücken, der folgt mir jetzt. Auch der Druck ist riesig, ist keine Frage. Und welche Lösungen habe ich da? Wäre ja ganz einfach gewesen, das Ding einfach klatschen zu lassen und wir lösen es bum bum raus. Ja. Ja. Oder halt dann eben mal mit Matthews mit Rücken zum Tor oder sowas. Das ist halt frech, ja, so ein Thiago-Move. Aber da gibt es dann auch andere technische Lösungen. Er hat halt in dem Moment einfach die falsche gewählt, sozusagen. Ja. Und ja. Das ist halt dann einfach so. Also im Prinzip ist ja die Antwort auf so eine Frage dann zweischneidig im Prinzip. Also die erste Antwort, die du geben kannst, ist, ja, das stimmt. Aber das ist auch Champions League und das hier ist F-Jugend. So ist es. Und in der Champions League darfst du natürlich auch mal den Ball wegschlagen, wenn es eng ist. Ist ja völlig klar. Ja, ja. Das ist ja in Ordnung. Das sage ich ja den Jungs auch. Wenn sie erwachsen sind, dann schlagen wir natürlich auch mal den Ball weg, wenn es nicht anders geht. Und das zweite Argument ist eigentlich, finde ich, noch stärker. Genau deswegen machen wir es ja, damit wir das uns dann in der Champions League nicht mehr passiert. Ja, genau dann, deswegen machen wir es ja, damit uns das nicht mehr passiert. Genau, aber dann sagt natürlich ein Vater eventuell zu dir, ja, aber muss es mir überhaupt passieren? Also ich kann ihn auch einfach wegschlagen. Und dann sage ich, ja, aber schau dir das Spiel gestern auch nochmal an. Also als sie dieses 1-0 früh kriegen und das Stadion kocht und alle sind extrem verunsichert ab diesem Zeitpunkt, dann versuchen sie es natürlich mit langen Bällen erstmal zu lösen, um Ruhe reinzukriegen. Also sie haben natürlich versucht, dann in der Folgezeit lange Bälle zu schlagen, um einfach mal Ruhe reinzukommen. Und diese Bälle, obwohl du vorne einen Niklas Füllkrug drinstehen hast, kamen alle wieder zurück. Ja, weil du halt gegen Atletico Madrid spielst. Eben, deswegen ist es schon gut so, dass man versucht, im Ballbesitz selber zu bleiben, um ihnen diese Kugel nicht zu geben. Genau. Die Idee gegen Atletico, die hochpressen ja auch immer wieder, also ist ja unterschiedlich schon bei denen auch, aber die pressen dann schon auch immer wieder hoch und denen ihr Spiel ist ja quasi hohe Ballgewinne und dann schnell zum Torabschluss kommen. Ja. Deswegen, da ist ja der Plan eigentlich richtig, durch kurz rausspielen, dieses Pressing überspielen und dann halt sich eine gute Chance zu erarbeiten. Nur ist halt Dortmund, muss man halt sagen, kann das halt nicht so gut. Ja, also gestern Schlotterbeck brutal geschwommen in diesen Phasen. Ja, sie können das halt nicht so gut wie Bayer Leverkusen beispielsweise. Ja, Bayer Frage. Leverkusen. Das ist nicht Leverkusen, das ist Leverkusen. Leverkusen. Die machen das halt überragend gut. Ja, ja, brutal. Dieses Pressing zu überspielen. Also ich habe zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt natürlich ein Vergleich, der hinkt ein bisschen, aber ich habe jetzt das Halbfinale gegen Düsseldorf mir angeschaut, im DFB-Pokal.
Der Vergleich hinkt natürlich, weil das Pressing von Düsseldorf nicht so gut ist wie das von Atletico. Ach was. Aber also mit was für einer Ruhe die da halt hinten rausspielen und dann immer wieder einen von diesen zentralen Mittelfeldspielern Wirtz oder Chaka oder einen von denen, wer ist da noch, Andrich, ja, freikriegen und der halt einfach 30 Meter marschieren kann, ist halt unfassbar. Ja, wobei ich möchte jetzt doch mal kurz einen Schutz nehmen. Es hat sich dann gezeigt gestern, nachdem ja dann das 2-0 auch noch gefallen ist und dann sich das Spiel so ein bisschen, jetzt weiß ich gar nicht, wann ist das 2-0 gefallen, doch ja schon noch früh, wenn es gefallen ist und dann beruhigt sich das Spiel mal irgendwann, weil halt einfach Atletico wahrscheinlich ein bisschen müde wird, weil sie ein brutales Tempo geben. Mhm. Und dann Dortmund versucht weiterhin raus zu kombinieren, dann merken die, da gibt es ein, zwei gute Aktionen, es entsteht Selbstvertrauen und dann wurden ein paar richtig geile Situationen von hinten rausgespielt, teilweise mit super Körpereinsatz, der, ich weiß gar nicht mal, wie man ihn ausspricht, Metscher, der hat dann vorher wirklich verunsichert gespielt und plötzlich die letzten 10 Minuten, Viertelstunde vor der Halbzeit super hinten raus kombiniert, geile technische Moves gemacht, seinen Körper geschickt eingesetzt, also richtig geil gemacht. Das ist schon auch eine Frage von Selbstbewusstsein und Vertrauen in dem Moment. Ich habe ja auch nicht gesagt, sie können das nicht. Ich habe nur gesagt, sie können das nicht so gut. Ja, ja, und vor allem in dem Stadion, das ist ja Wahnsinn, was da gestern für ein Lärm drin war. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber sie können das natürlich schon auch. Ja. Aber halt nicht so gut und nicht so präzise und nicht mit einer solchen Genauigkeit, wie es halt andere Mannschaften, ja, Manchester City beispielsweise könnten. Ja. So, weißt du, was uns jetzt aber passiert ist? Ja. Wir hatten jetzt eigentlich Thema Jugendfußball und wollten dann quasi erst danach zur Champions League gehen. Da ist ja der Bogen, ist ja wunderbar da. Ja, aber du wolltest auch noch über den Jugendfußball nochmal sprechen. Ja, du hast ja, auch noch was. Ja, Bogen, wunderbar. Ja, Bogen. Jetzt müssen wir den Bogen. Schön gespannt. Ja, aber jetzt müssen wir den Bogen wieder zurückgeben. In der Erklärung, warum man es den Kindern beibringen muss von klein auf. Ja, aber jetzt ist der Bogen wieder zurück. Jetzt Technik lernen, nur beruhigen Sie sich doch mal. Wo kommt denn die Schärfe jetzt her? Wo kommt jetzt auf einmal die Schärfe her? Also, was ist jetzt? Ja, ich habe ja dieselbe Beobachtung mit gemacht, lustigerweise wie ja? du. Toll. Ja. Habe ich schon gesagt. Du Pech Vogel. Gehabt. Ich war jetzt schneller als du. Du Vogel. Jetzt mir einfach nachsagen, ist ja langweilig. Nein, ich habe doch zu dir gesagt, ich habe mir ein E-Jugendspiel angeschaut und habe eben festgestellt, also das hat mir keinen Spaß gemacht zuzuschauen, weil es ging 2-1 aus. Es war halt drei Zufallstore, random Bälle, wie die Jugend von heute sagt. Random. Random Bälle. Ein bisschen cringe von dir. Die irgendwo runterfallen und dann ein Gestocher entsteht und irgendwann halt das Ding irgendwie drin ist. So wirklich kann es auch keiner erklären. Und es ist halt eben kein Spielaufbau von hinten zu erkennen. Es ist keine Konstruktivität zu erkennen. Du siehst wenig technische Aktionen. Also da, oder was ausprobieren. Es gibt ein paar gute Dribbler im Feld, die dürfen nicht. Es gibt ein paar Leuchttürme im Feld. Die dürfen leuchttürmen. Die dürfen, das ist ein gutes Wort, die dürfen leuchttürmen, ja, ja, und sich durchwursteln und das wird gefeiert. Und es ist, also es ist nichts herausgespielt. Es ist einfach, also auch nicht mal Torchancen sind herausgespielt und bewusst durch technische Aktionen kreiert worden, sondern das ist halt alles durch Zufall. Ja, gib ihm langer Ball, runterfallen irgendwo, erster, zweiter, dritter Stocher, liegt halt irgendwie rum. Es ist alles random. Random handsam. Peace. Und das ist echt schade. Das hat mich echt auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe dann gedacht, ein bisschen was. Irgendwo mal eine Aktion. Aber das wird eingebremst, es wird nicht erlaubt. Die Spieler spielen es halt so, wie es vorgegeben wird. Und wir sind wieder bei dem Thema, das wir schon mal vor vielen, 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 vielen Wochen hatten hier. Geklatscht, gejubelt, positiv bewertet werden immer falsche Aktionen. Also Bälle ins Ausschlagen oder irgend sowas. Ja. Was das mir da übrigens kommt, ich habe jetzt in den Ferien auch, hat es mir in der YouTube-Timeline, da spielst du ja dann immer mal wieder irgendwelche Videos rein. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil ich glaube, du hast dasselbe Video gesehen. Sag. U10, Finale, Eintracht Frankfurt. Achso, nein, okay. Gegen Juventus Turin. Ja. Von irgendeinem Turnier. Irgendein, kennt ja diese Turniere. Internationales. Ja. Hast du nicht gesehen, Turnier? International. Das ist unfassbar schlecht. Ja. Also, du siehst, dass die einzelnen Spieler schon Fußball spielen können. Das siehst du. Aber gut, jetzt ziehst du mal ab. Diese Neuen, die sind nervös. Eh ein völliges Unding.
um dieses Feld stehen, hier ist die Auslinie, hier stehen um das Feld überall Kinder und andere Mannschaften, die sich dieses Finale anschauen. Also ein völliges Unding eigentlich, finde ich, Katastrophe. Ich verstehe das nicht, den Druck müssen sie schon aushalten. Absolut, so ist es auch. Aber dieses Spiel ist bodenlos schlecht, wirklich, also bodenlos schlecht. Da ist keine gute fußballerische Aktion dabei. Da ist keine einzige Aktion dabei, wo du sagst, wow, super gemacht. Nichts. Ich dachte, du sagst jetzt das Gegenteil, weil ich habe vor kurzem ein Video gesehen, ich glaube, es war Instagram oder auch YouTube, weiß ich nicht mehr. Das wurde mir in die Timeline gespült. Und das war ein spanisches Spiel. Jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, es war Athletic Bilbao gegen weiß ich nicht wen. Es müsste auch Kleinfeld gewesen sein, das war ein kleines Feld, also müsste auch so 10 oder sowas gewesen sein. Und das war brutal. Also Fußball vom anderen Stern. Also nur krasse Dribbler und nur Matthews finden und wieder die Sohlenwände raus und die Bälle quasi nach einer Sohlenwende mit Fußwechsel, wie wir immer sagen, also ich sage immer totstoppen, dass der Ball dann da liegt und den Gegner wieder rankommen lassen und wieder auffummeln, Flanke rein. Also wow, wirklich brutal. Ich schaue mal, dass ich das nochmal finde, dann können wir es vor allem hier bei uns in die In die Videobeschreibung. Na, wir hauen es halt irgendwo rein. Ja, irgendwo hauen wir es rein. Irgendwo hauen wir es rein. Wir hauen es immer irgendwo rein. Ich kenne mich da nicht aus. Ah, ich finde es... Das ist wirklich spannend. Es ist wirklich einfach... Ist wirklich spannend. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es echt so erschreckend. Ich weiß auch gar nicht, was ich da sagen soll. Da fehlen irgendwie so die Worte. Das ist das Finale. Das sind die besten Mannschaften dieses Turniers, weißt du? Ja, ist der Druck zu hoch, ist es zu gerumpelt. Aber es wird aber nicht eingefordert offensichtlich, ja? Ja, natürlich nicht. Das ist interessant, was du sagst, weil das ist das Bilbao, ich glaube, es ist wirklich Bilbao Jugendspiel. Da waren natürlich auch viele Eltern drumherum gestanden, ne? Aber es herrschte eine gewisse Ruhe. Du musst dir mal überlegen, wenn du diese spanischen Spiele anschaust, sorry, dass ich dich jetzt schon wieder unterbreche, aber Real Madrid gegen Barcelona oder so, weißt du? Oder Atletico Madrid gegen Real Madrid. Die spielen ja auch in der Jugend gegeneinander. Ja. Und kannst dir vorstellen, was da für ein Druck theoretisch herrscht. Ja. Aber das sind trotzdem geile Fußballspiele. Wenn du es dir anschaust, ist, auch diese U10, U11, das ist trotzdem geil. Bei Atletico Madrid, in der U10 auch, das ist Simeone draußen mit schwarzem Hemd, dünner Krawatte. Und die, rastet die aus. Die ziehen sich alle so an und müssen sich alle die Haare schwarz färben. Und rastet komplett aus. Und legt sich mit Sebastian Kehl an. Das war geil. Das habe ich jetzt heute kurz gesehen noch. Das finde ich super. Muss aber sagen, geil, wie Kehl da steht und entspannt bleibt. Das aber Ding ist halt, schon gut. Der Kehl ist ja ein Kopf größer oder so. Super witzig. Aber der Simeone sieht da trotzdem aus, wie wenn der krass gefährlicher wäre. Einfach. Ja. Aber er schubst ihn zweimal und der Kehl bleibt entspannt. Ja. Das war ganz witzig. Ach, herrlich. Ja, aber da sind wir jetzt praktisch bei dem, was ich jetzt sagen wollte, da können wir gleich wieder den großen Bogen spannen. Also, ich habe halt das Gefühl, weißt, das, was wir jetzt praktisch hier so besprechen, oder wie oft wir das schon sagen, und selbst der DFB sagt es ja auch, ja, wir wollen praktisch mehr Dribbler haben, wir wollen mehr ausprobieren dürfen, deswegen verändern wir die Spielformen, deswegen machen wir es so, bam, 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 bam. Entweder sind es die letzten Zuckungen eines toten Systems bald oder es verändert sich einfach nichts. Es verändert sich einfach nichts, weil am Ende des Tages lebt, steht und fällt das ja mit denjenigen, die es organisieren und ausführen am Ende. Ja. Also sprich Organisatoren oder Trainer. Und da habe ich das Gefühl, es verändert sich nicht. Und wenn du mich fragst, wo ich jetzt das gesehen habe, das wird ja sogar noch schlimmer. Also du hast ja trotzdem mal immer wieder mal einen gesehen, der hat was ausprobiert und dann hat man dann nicht großartig interveniert. Und das war ja hier schrecklich. Es sind viel zu wenig. Es sind viel zu wenig Trainer, die das wirklich konsequent tun. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was man da auch noch sagen soll, weil das ist ja, mich juckt es im Auge hier, das ist ja unglaublich. Weil das weiß doch jetzt wirklich jeder. Also wie viel Aufklärungsarbeit muss man denn noch leisten, um zu wissen, wohin die Reise eigentlich gehen sollte? Und wie viel muss denn noch in dem Fußball, den alle sich anschauen können im Fernsehen, noch passieren in der Entwicklung, um es zu begreifen? Also wenn du gestern Atletico anschaust, ich weiß nicht, ich verfolge jetzt die spanische Liga nicht oder ich bin jetzt nicht der große Atletico-Beobachter, ob die jetzt immer so ein, ob das mal manchmal auch einfacherer Fußball ist, also kann ich jetzt alles nicht so beurteilen. Aber was da aufgezockt wird im offensiven Bereich,
Ja, was da an also die unsere Matthews finde, die wird ja nur noch angewendet permanent im kurzen 1 gegen 1. Das ist ja total crazy. Ja. Und mit Konterbewegungen raus, ja. Oder wenn du schaust in der ersten Halbzeit, wo Dortmund echt Schwierigkeiten hatte. Es gab einen Spieler bei Dortmund, der den Ball besitzt, wenn er selber die Kugel hatte, es einigermaßen unter Kontrolle gebracht hat. Ja, weil Erfahrung und was auch immer und Technik natürlich auch. Jadon Sancho, der hat dann manchmal. Wo wurde der ausgebildet? Ja, ja. Der hat dann manchmal gestern im Spielaufbau auch von hinten sich die Bälle dann geholt, wenn es eng wurde, und hat halt dann mal mit coolen technischen Moves für Ruhe gesorgt, mhm, für Ballbesitz gesorgt. In diesem Hexenkessel, der das da gestern war. Also, das überrascht mich so sehr, weil ich mir denke, hey, das muss doch. Also, bin ich so naiv, dass ich mir immer wieder denke, ich selber als Fußballschule, was habe ich quasi, oder mache es ja immer noch, leiste ich Aufklärungsarbeit und gehe in Diskussionen mit Jugendtrainern und stelle mich dem. Und ich denke mir ganz oft mittlerweile, ich muss jetzt, glaube ich, weniger darüber diskutieren und reden, weil es ist ja, um es mit Edi Stoiber zu sagen, weil das ja klar ist. Also wenn man sie sieht, wenn sie im Hauptbahnhof einsteigen, aussteigen und dann zum Fußballplatz fahren, ja, weil das ja klar ist. Aber es ist offensichtlich nicht so. Es ist so, dass dieses Thema, wir wollen gewinnen, steht über allem. Ich glaube, was unser Problem in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft von uns, aber was unser Problem in Anführungszeichen als Fußballschule ist, dass wir in diesen Diskussionen, und wenn wir mit den Trainern auch sprechen, wir sind halt unfassbar nett und immer, ja, ist in Ordnung, ja, aber versuch doch mal das so zu, weißt, also ich meine grundsätzlich, das sind ja dann auch im Zweifel, wenn wir dann in eine Diskussion kommen mit dem Papa von dem Spieler, ich kann dem ja natürlich jetzt nicht einfach sagen, du machst alles scheiße, so funktioniert es ja auch nicht, aber vielleicht müssen wir auch manchmal einfach ein bisschen deutlicher sein in dem, was wir sagen, und deutlicher sagen, dass es so nicht funktioniert, dass es so einfach der falsche Weg ist. Einfach der falsche Weg. Und das Problem ist natürlich, dass der halt dann sagen wird, und das kenne ich ja auch aus den Diskussionen, die sagen halt dann, ja, aber das müssen schon gewinnen alle, ne? Geht ja darum, weißt du? Ich glaube, dass diese Entwicklung dieses Spiels, dieses ganz Große, was man da im Kopf haben muss sozusagen, das ist natürlich auch schwer und komplex. Und das geht ja auch brutal schnell voran. Also ich habe schon das Gefühl, dass so im oberen Bereich, also jetzt schau die Bundesliga an, ja, eine Mannschaft wie Leverkusen, ja, oder Stuttgart, ja, wie schnell, still und heimlich quasi dort sich der Fußball im positiven Sinne, in unserem positiven Sinne entwickelt hat und wie krass dort Fußball gespielt wird und welche Techniken dort zum Vorschein kommen. Also während du noch vor 5 Jahren gesagt hast, ich kenne eigentlich nur 3, 4, 5 Spieler, die zum Beispiel eine Ballannahme, die sie bekommen im Spiel mit Gesicht zum gegnerischen Tor, kriegen sie einen Rückpass sozusagen, ja, und dann kommt dieses schnelle Wegkappen. Ja, dann kannte ich nur Toni Kroos beispielsweise, der das dann gemacht hat. Ist es ja heute, siehst du ja ständig welche. Ja. Also ständig in allen Mannschaften, Heidenheim hüpft einer rum, der plötzlich das Kappen anwendet. Ja. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass das, ich weiß es nicht, vielleicht zu unspektakulär aussieht, so für den normalen Zuschauer, dass sie es anschaut, der bemerkt das in dem Moment vielleicht einfach gar nicht. Keine Ahnung. Kann auch sein, weiß ich nicht, ja. Und also, deswegen halt, dass nicht so auffällig ist und diese ganz auffälligen Dinge, also zum Beispiel jetzt in Matthews, um eine Schussbahn frei zu machen, das geht da so schnell, zack, und dann ist das Ding schon wieder vorbei. Oder was habe ich jetzt letztens, war das jetzt auch Champions League? Ich weiß es gar nicht mehr. Ständig, finde ich, also was mir jetzt auffällt, was du wahnsinnig häufig siehst, sind Matthews. Du siehst Schuss finden relativ häufig gerade, das finde ich auch spannend. Da wird jetzt der Stefan Ortega von Man City dafür gefeiert, dass er den Rückpass bekommt und von seinem Mitspieler im Ligaspiel, glaube ich, war das. Und, Crystal Palace. Ja, und der Mitspieler übersieht halt, dass der unter Druck ist, dass da noch ein Gegner dasteht und er löst es halt. Sie haben es da gerade mit der Cruyff-Wende, also mit dem Cruyff-Turn raus, also mit einer Schussfinte im Prinzip löst es raus und eröffnet das Spiel mit dem linken Fuß und wenn der Ball nicht so hoch ist, geht sogar ein Konter los. Ja. Man wird jetzt da groß gefeiert, war ein Riesenartikel in der Süddeutschen Zeitung und ich denke mir halt, ja, also ich... Normal. Normal, eigentlich normal, bitte. Ja, ja, klar. Ja, aber daran siehst du ja schon, dass das eben...
immer noch als nicht normal wahrgenommen wird. Also super gemacht, keine Frage in dem Moment, ja, und schnell reagiert darauf. Und es freut mich für den Stefan Ortega und ich finde, der macht einen super Job gerade und vielleicht wird das die Nummer 1, freue ich mich für ihn. Aber eigentlich bitte, ja. Ist das die Lösung dafür, trainieren wir es. Ich meine, es ist ja auch, also um dann jetzt auch auf den Dienstag nochmal zu sprechen zu kommen, Champions League, da hast du das ja auch gesehen, also diese ganzen Top-Spieler da in diesen Mannschaften, jetzt Arsenal oder City, Real, auch bei Bayern ja der ein oder andere zumindest, du siehst es ja ständig, also Körpertäuschung, nochmal aufziehen, nochmal eine Bewegung, also alles dieses Körperwackeln, weißt? Ja, ja. Haben die ständig drin. Ja. Und selbst jetzt ein Declan Rice zum Beispiel, unfassbarer Fußballer. Also der ist ja ein krasser Abräumer. Ja. Die Holding Six, die Tuchel ja haben wollte. Ja, ja. Aber was das für ein Fußballer ist, ist ja unglaublich. Ja. Ja, Pässe, aber er hat angetäuscht gestern, ich kenne die Namen immer nicht, da bin ich fürchterlich schlecht, der auf der linken Flügelseite von Atletico. Ja, Atletico. Das war Wahnsinn. Der hat manchmal so Matthews gemacht, das war ziemlich geil und ich kann das gar nicht beschreiben, es hat ausgesehen, bei Matthews bist du, wenn du mit dem rechten Fuß den machst, so einen kurzen Auftakthüpfer mit dem linken Fuß. Und bei dem habe ich das Gefühl gehabt, diesen linken Auftakthüpfer, den macht er so in Standzeitlupe und das war so verwirrend. Das hat so geil ausgesehen und dann bam, geht das wahnsinnig schnell und also einfach spannend. Du siehst unglaublich viele Schusshaken. Du siehst unglaublich viele Tip-Tap-Bewegungen. Das siehst du total oft, ja. Schusshaken, genau, auch sowas, ständig. Ständig siehst du die. Und es funktioniert ja auch immer, ja. Und dann sehe ich eben dieses E-Jugendspiel und ja, jetzt kann man natürlich sagen, wie du schon gesagt hast, Champions League, back to the basics sozusagen. Aber das ist halt die Basis und daraus entsteht halt mal irgendwann vielleicht der ein oder andere das Talent. Und wenn wir unsere Basis quasi so nicht ausbilden, also so bewusst auch nicht ausbilden, dann wird aus dieser Quantität keine Qualität kommen. Und dann wird dir gesagt, diese eine Situation, die dann im E-Jugendspiel war mit dem Freistoß, ja, wo eine Mannschaft einen Freistoß im Halbfeld bekommt, wenn man es jetzt aufs große Feld projizieren würde, so 20 Meter halb rechts vom Tor. So, und dann der eine in der E-Jugend, also der eine stellt eine Mauer auf mit vier Spielern, was schon mal witzig war, dann gehen alle in den 16er rein und stellen sich da auf, da sind natürlich viel zu wenig vom Gegner da, weil er muss ja unbedingt eine Vier-Mann-Mauer da hinstellen und dann steht neben der Mauer einer von der angreifenden Mannschaft, von der ballbesitzenden Mannschaft und das ist ein Dribbler gewesen, das war einer der wenigen Dribbler, wo man gemerkt hat, der hätte was drauf, ja. Und der hat auch so geguckt, also ich glaube, er hat jetzt nur noch nicht den Mumm gehabt, die Hand zu heben und zu sagen, hier, komm. Und dann aber er hatte schon die Idee. Hat die Idee, hast du gemerkt, aber er traut sich jetzt nicht. Ja? Ja. Und dann musst du den eigentlich nur anspielen, der Ball geht an die Mauer vorbei und der kann losdribbeln und in den 16er eindringen. So ist der von seinem Charakter eigentlich gewesen. Ja, aber da fordern alle, mach ihn direkt. Wo ich mich ja denke, da hast du ja so lustigerweise zu mir dann mich dann korrigiert, wo ich dann zu dir gesagt habe, da habe ich gar nicht verstanden, warum ich überhaupt meine ganzen Spieler im Strafraum platziere, weil ich jetzt auf Profifußball oder auf Erwachsenenfußball projiziert habe, dann kommt jetzt gleich eine Flanke so rein und dann nickt einer ein oder was erwarten sie denn? Ja. Ja. Und hast du ja gesagt, aber ist genau bewusst so gewählt. Weil ich ging davon aus, dass der halt will, dass der aufs Tor schießt und so fest schießt, dass der Torwart den Ball nicht festhalten kann und dann irgendeiner nachstochert. Ja, super Taktik. Siehst du mal, ich bin in Standardtaktik bin ich schlecht sozusagen. Ja, da musst du mich einstellen. Ja, sehr gut. Ich mache für dich die ganzen Standards. Du bist Standardtrainer. Ja, absolut. Ja, er hat dann aufs Tor geschossen, so wie ihm befohlen. Ja, er hat versucht, aufs Tor zu schießen. Um mit Franz Beckenbauer zu sagen, ein weiterer Entlauber hat dann. In den Nachthimmel von Sarajevo, oder? Nein, im Training hat er dann mal gesagt, oder so, wenn der schießt, dann haben wir so einen Entlauber, hinter so ein Tor war, also ein Baum war hinter dem Tor. 4 Meter drüber. Ja, schrecklich. Ja, aber das ist ja auch so ein Punkt, gell? Wenn du jetzt einen Trainer hast, der sieht oder der da irgendwie, keine Ahnung, Gespür dafür hat, wenn der schon 4 Mann, also wenn es wirklich so war, dass der 4 Mann in die Mauer stellt. Das hat er ja gesehen. Ja, dann hat er nur noch 2 im Strafraum. Ja, klar. Dann, wenn der dann den anspielt... Dann nee, ich glaube, das war wieder ein guter Trainer. Der hat ja gewusst, dass der nicht flaggt. Ja, aber wenn der Trainer, dessen Mannschaft die jetzt die Offensive ist, wenn der das sieht, der muss ja eigentlich sagen, spiel den da kurz. Ja, ja.
Und dann hast du ja nur noch zwei im Strafraum. Dann spielst du die aus mit einem Pass und dann stehst du allein vom Tor. Du hast dem Typen mal, dem kleinen Dribbler, die Chance gegeben, sich zu zeigen, was zu machen. Ja, also das ist echt nicht schön einfach. Also es ist wirklich nicht schön. Ja, schwierig, schwierig. Wirklich schwierig. Und jetzt spannen wir mal den Bogen. Jetzt kommt der Bogen. Von dieser Ausbildungsgeschichte hin zum großen Fußball. Wenn du jetzt dann zum Beispiel Barcelona anschaust, da war ich ja gestern wirklich überrascht, also ich kriege das schon so ein bisschen mit auch, dass dann wieder die 17-Jährigen spielen und dann schalte ich mal kurz, schauen wir das Tor zur Halbzeit an gestern und dann höre ich halt dann von den Kommentator sagen, der 16-Jährige legt dann den Ball quer. Lamine Jamal. Ja, wir sagen dem alle nichts, weil der wirklich... Ja, den musst du schon kennen, also Michael, schwach. Ein Jamal reicht mir und dann denke ich mir, wo kommen die alle her? Ja. Woher? Die kommen aus La Masia. Ach was. So, und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt den Bogen einmal nach Süddeutschland spannst, zum FC Bayern, die ja gerade ein Problem ist. Vor allem, jetzt warte mal noch, also ich weiß nicht, ob jeder da so viel, so sehr sich auskennt bei Barcelona, da spielen aktuell in der Innenverteidigung Stamm, gesetzt, ein 17-Jähriger, rechter Flügel, ein 16-Jähriger. Ja. Im zentralen Mittelfeld haben sie einen 17-Jährigen, der wurde eingewechselt gestern, der spielt auch regelmäßig Startformation. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, noch einen. Und das heißt quasi diese... Ich dachte mal sogar, sie haben so Doppel-Innenverteidigung 17-Jähriger gehabt. Kann das sein? Vor ein paar Wochen. Da müsste ich jetzt lügen, aber also das bedeutet quasi dieser Pedri zum Beispiel, der gehört schon... Also der ist ja 20 oder 21 und ja irre, oder Gavi, der ist jetzt gerade verletzt. Die gehören schon zum alten Eisen im Prinzip und die sind ja 21. Ja. Also das ist ja völlig irre. Ja, also völliger Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob Barca so schlau gewesen ist, den Trainer jetzt schon... Also hat das Sinn gemacht? Ich weiß es nicht, weil ich habe ja schon immer gedacht, vielleicht auch, du sagst ja, man weiß es ja nicht, ich weiß es ja auch nicht, aber ich hatte immer so das Gefühl, auch aus der finanziellen Not heraus vielleicht so ein bisschen, hat man halt jetzt diese ganzen Jungen einfach mal reingeschmissen und natürlich braucht das dann Zeit und deswegen gibt es halt mal 10 Spiele, die laufen mal gut, mal nicht so gut. Aber jetzt habe ich das Gefühl, hat sich das gefestigt und die gewinnen halt dann in Paris 3-2. Seit der Xavi gesagt hat, er hört auf am Ende. Ja, aber vielleicht geht jetzt erst die Pflanze von Xavi auf. Also ja, ich meine gut, der ist ja letztes Jahr schon Meister geworden, also der ist ja schon länger da jetzt. Ja, ja. Aber es ist natürlich schon so, also weißt du, Pedri und Gavi, die sind jetzt bei Bayern, wenn man das jetzt mal vergleicht, sind die vergleichbar mit Jamal Musiala. Ja. Und also so vom Alter und vom Talentstatus her so. Yeah. Und jetzt musst du ja überlegen, bei Bayern ist ja Jamal Musiala, der steht ja über allem, das ist unser Talent, das ist der, den wir haben. Und Barca sagt halt, ja gut, wir haben da 2 und jetzt kommen nochmal 4 nach. Yeah, also wie schaut's aus bei euch? So. Yeah. Aber das ist der Unterschied. Und bei uns kommt halt jetzt, okay, Pavlovic, so, und dann? Aber jetzt überlegen wir mal praktisch, die Bayern haben, da können wir jetzt drüber streiten, ob es so ist oder nicht. Ich glaube, quasi aufgrund der aktuellen Situation, die die Bayern haben, kommst du wahrscheinlich auch nicht drum rum, den Kader zu verändern, so ein bisschen. Es ist eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Ja? So. Und ein Teil der Baustelle, die sie haben, ist mit Sicherheit auch so ein bisschen den Kader zu verändern, ein paar Spieler einfach gehen zu lassen. Und jetzt könntest du natürlich auch überlegen, bei all den Ablösesummen, die es da gibt in der Welt, naja, pass auf, ein paar holen wir jetzt aus dem Campus raus. Ja, wenn es da welche gibt. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also ich glaube, da gibt es nicht so viele, weil sonst hätten wir die schon mal einmal gesehen. Hast du dir den Paul Wanner eigentlich mal bei Elversberg mal genauer gesehen? Nee, leider nicht. Weil da habe ich einen Beitrag dazu gelesen, da hat einer gemeint, oder hat einen Artikel dazu geschrieben, der hat sich den jetzt mal ein bisschen öfter gesehen und so, weil Elversberg-Fan und so weiter. Und der muss wohl, also was der macht, das muss wohl schon sehr, sehr auffällig deutlich über Zweitliganiveau sein. Okay, dann frage ich mich, warum sie den jetzt wieder verleihen. Das habe ich nur gelesen. Ja, keine Ahnung. Also man kann natürlich sagen, David Alaba, Toni Kroos, die waren ja alle verliehen am Anfang.
Philipp Lahm war auch verliehen am Anfang. Ja, das ist das alte Bayern-Konzept. Aber vielleicht ist auch mal die Zeiten anders und man könnte mal hergehen und sagen, okay, das hat vielleicht vor 10 Jahren funktioniert. Ja. Jetzt werden irgendwie die Spieler von Bayern permanent verliehen und so wirklich, außer Musiala, setzt man da kein ein. Ja, ja. Weißt du? So, wieso gehe ich denn nicht her? Dieser Franz Kretzig, glaube ich, heißt er. Ja. Ja? Der, da habe ich noch dieses Tor gegen Liverpool da in Dubai, wo sie waren, im Kopf. Für mich ein super Fußballer. Wieso gebe ich dem nicht regelmäßig die Spielzeit? Wieso mache ich das jetzt einfach nicht mal? Jetzt ist doch die Gelegenheit echt günstig. Ja, und klar. Ich glaube schon, dass es ein Teil des Problems ist, schon bei Bayern auch so ein bisschen, dass du sehr viele Spieler drin hast, die halt einfach alles schon gewonnen haben und schon 10 Meisterschaften einfach in der Tasche drin haben. Und jetzt muss ich wieder diese Bundesliga gewinnen. Weißt du, das ist schon mit ein Teil des Problems. Mm, klar. Kann ich mir vorstellen. Also klar. Ist ja auch irgendwo menschlich vielleicht. Und da musst du halt mal irgendwo durch. Außer natürlich Harry Kane. Ja, das ist echt bitter. Mir tut der leid. Mir tut der leid. Der hat ja, was ich gesehen habe jetzt, das ist ja Europas Torschützenkönig quasi. Ja. Ja, ja. Ja, Mbappé ist auf Nummer 2. Ja. Es ist halt schon krass, der macht weil... Den Job. Weil also das ist ja, also das ist ja das, das Meme immer bei ihm quasi, dass der ja zwar ständig individuelle Rekorde aufstellt, auch in der Premier League ja Torschützenkönig geworden ist und so, aber noch nie einen Titel gewonnen hat. Den einzigen Titel, den er geholt hat, war mit Tottenham. Hm. Welchen Titel hat er geholt? Den Audi Cup. Den hat er mal gewonnen. Das ist echt bitter. Mir tut ja so leid. Und jetzt geht er halt zu Bayern, wo ich sagen kann, okay, dann werde ich jetzt zumindest mal deutscher Meister, hab dann mal zumindest mal eine Meisterschaft im Schrank stehen. Ja. Und jetzt haben die diese Saison, ist halt unfassbar eigentlich. Ja, das ist wirklich schräg. Einmal noch. Ja. Krass, ja. Es gibt ja schon Stimmen, die munkeln, dass Harry Kane quasi schuld ist, weil an dem ein Fluch lastet und jetzt ist er bei Bayern und jetzt Bayern muss ihn jetzt zu Leverkusen transferieren, die einzige Chance, dass Bayern nochmal Meister wird. Der Bayer Leverkusen. Ja, aber wie du schon gesagt hast, hast du es im Vorgespräch gesagt oder im Podcast schon, Bayern hat einen Punkt mehr als letzte Saison. Ja. Also daran liegt es an sich nicht, aber Leverkusen hat halt 4 Unentschieden und sonst nur gewonnen. Verrückt. Ja. Wirklich verrückt. So ist das. Ich bin sehr gespannt, ob die noch ein Spiel verlieren. Würdest du dir wünschen, dass sie die ungeschlagene Saison schaffen? Ja. Würdest du dir wünschen, dass sie den Bayern-Rekord brechen? Der, die können quasi, wenn sie alle Spiele gewinnen, haben sie die meisten Punkte, die aller Zeiten jemals einen. Ja, ich finde, also da bin ich jetzt wenig emotional. Ich finde, mir macht es Spaß, denen zuzuschauen. Ich finde den Fußball geil, weißt du? Und ich kenne ja auch viele Stimmen im Übrigen, die ja immer wieder sagen, das ist ja auch viel Glück, weil sie jetzt auch wieder da in Union Berlin in 45 plus 7 oder so dann das Tor schießen, das 1-0. Ja, gut. Aber da hat der alte Hermann Gerland schon gesagt, das hat er gesagt. Weil das hatten wir die Bayern immer gehabt, ne? Dann kam nochmal eine Flanke, dann hat nochmal einer zum Schluss reingeköpft, dann hat der Bäumer keinen nochmal getroffen. Was hat der Hermann Gerland schon immer wieder gesagt? Also Bayern-Dudel? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich sowas in die Richtung wie, wenn Glück zur Gewohnheit wird, ist es Können. Fast, ja. Immer Glück ist Können. Ja, genau. Ja, es ist ja auch, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, also erstens mal, das ist immer so eine dumme Ausrede, um was zu gewinnen, sei es die Champions League oder die Meisterschaft oder die Weltmeisterschaft oder irgendwas, brauchst du Glück. Das ist so. Es ist noch nie, würde ich jetzt mal behaupten, eine Mannschaft Meister geworden. Okay, gut, jetzt Bayern hat wahrscheinlich schon mal irgendwann, wenn die mit 24 Punkten Vorsprung dann irgendwann Meister sind. Nein, das ist. Aber weißt du, also um was zu gewinnen, brauchst du Glück. Das ist einfach so. Ja, letztes Jahr zum Beispiel, wenn die Bayern deutscher Meister werden, Dortmund das Ding eigentlich schon sicher hat und dann halt letzten Spieltag. Genau. Dann brauchst du halt dieses Glück, dass die Dortmunder dann doch noch verlieren. Aber nur mit Glück wirst du halt nicht deutscher Meister. Nein. So, und da ist natürlich auch was dran, weil das ist auch was man ja bei Leverkusen sieht. Diese Tore, die sie in der letzten Sekunde schießen, das ist nicht, keine Ahnung, Rückpass auf Frank Rost und der nimmt den Ball in die Hand und es gibt nochmal indirekten Freistoß, sondern das ist... bis zur 97. Minute den gleichen Stil spielen, immer ruhig bleiben,
immer im Ballbesitz bleiben, immer an die Idee glauben und wissen, ich kriege in der 97. Minute nochmal eine Chance, weil ich sie mir rausspiele. Nicht, weil ich jetzt den Ball das 10. Mal hoch in den Strafraum reinschlage und hoffe, der Schick kommt irgendwie ran, sondern ich spiele geduldig weiter. Also das ist schon ein Unterschied. Ja. Ob ich jetzt sage, ich knüppel jetzt dann nur noch die Bälle lang nach vorne oder ich bleibe halt ruhig und spiele immer noch weiter und spiele immer noch weiter bis zum Ende. Und es ist ja auch so, das da kommen wir vielleicht heute jetzt nicht mehr dazu, da können wir mal in den Folgen drüber sprechen. Ich glaube, es war Uli Hoeneß, der über Leverkusens Transferpolitik oder Karl-Heinz Rummenigge, der dann gesagt hat, das ist ein bisschen ein Glück. Und ich glaube, es war Simon Rolfes, der dann gesagt hat, das ist schon können. Ja. So, und wenn du dir den Kader von Leverkusen anschaust, ja, und ein Patrick Schick von der Bank kommt, dann ist das gut gemacht. Ja. Jetzt ist der Boniface wieder da, den hat man ja schon vergessen gehabt, weil er verletzt war. Ja. Ja. Und der kommt dann mit dem Patrick Schick von der Bank. Ja. Ja. Also da hat man vieles richtig gemacht, wenn man so einsetzt. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe dieses Spiel gegen Düsseldorf mir angeschaut. Ich finde auch noch ein paar andere Dinge sehr beeindruckend bei Leverkusen. Vielleicht so als Abschluss der Folge. Ich finde, einmal merkt man eine unfassbare mannschaftliche Geschlossenheit. Also ich meine, klar, im Erfolg ist das natürlich auch ein bisschen einfacher, Okay. Aber es ist trotzdem unglaublich, was die für eine Geschlossenheit haben. Und zwar nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern insgesamt allgemein das ganze Team. Ja. Also das ist schon krass, finde ich, so vom ganzen Gefühl her in diesem Team. Zweitens, du merkst diese ganzen Schnellen, diese Frimpongs und Adli und wie sie alle heißen, die werden ja ständig gefoult. Also die kriegen ja ständig nochmal ein Trikot gezogen und nochmal hinten in die Hacken und so. Ist halt so, ja. Die stehen immer einfach sofort auf und spielen weiter. Die stehen sofort auf und spielen weiter. Da gibt es keinen... Aber weißt du, was dieser Frimpong, wie oft der von Düsseldorf dann nochmal und oft dann auch gar nicht gepfiffen wurde, wo ich mir dachte, hey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, das ist doch ein klares Foul. Und wieder nicht gepfiffen und wieder nicht. Und ich denke mir, krass. Also, weil einerseits ist es so ein bisschen, glaube ich, halt Xabi Alonso, der sagt, Freunde, wir machen das nicht. Und ich glaube, es ist aber auch ein bisschen Eigennutz, weil er sagt, wir müssen immer im Flow bleiben. Wir müssen immer im Flow bleiben. Wir können es uns jetzt nicht erlauben, auf so Diskussionen einzulassen. Ja, wir müssen in diesem Flow bleiben, um den Gegner immer weiter zu bespielen. Das ist diese Guardiola-Idee, dass du die einfach kaputt spielst. Deswegen hat er ja auch, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, in Leverkusen liegen überall Bälle ums Spielfeld rum. Ja. Das hat der Alonso ja auch eingeführt, damit die immer sofort weiterspielen können, damit die gleich einen Einwurf machen können. Weil der einfach will, dass die ganze Zeit den Gegner beschäftigen. Keine Diskussion, nicht auf Diskussion einlassen, sofort weiter. Ball hinlegen, zack, Freischuss. Der Frimpong steht auf, legt sich den Ball hin, zack, Freischuss und es geht sofort weiter. Da wird gar nicht diskutiert oder irgendwas, da geht sofort weiter. Ball wird verloren, Freischuss wird nicht gepfiffen. Chaka und Andrich sind sofort da, Gegenpressing, Ball gewinnen und sofort geht's wieder weiter. Wieder spielen. Ja. Und das ist schon echt beeindruckend, finde ich. Und ein letztes noch. Ich meine, Düsseldorf ist ja jetzt nicht irgendwie eine große Nummer irgendwie im Fußball. Aber mit was für einer Souveränität und Abgeklärtheit, die dieses Halbfinale bespielt haben. Nee, aber das finde ich eben, das wollte ich gerade sagen. Also, machen wir der Düsseldorf nicht so klein. Nein, weißt du, was du weißt? Jetzt kommt der Tabellenführer der Bundesliga. Ja. Ja, und hat Düsseldorf. Genau. Vor der Brust. Jetzt gehst du dahin und lässt da gar keine Zweifel aufkommen. Also in den ersten 30 Minuten das meine ich. Erstickst du jede Düsseldorfer Hoffnung. Genau. Indem du einfach selbstbewusst auftrittst, die zupresst, anläufst permanent. Ja, die natürlich zum richtigen Zeitpunkt die Tore schießt. Ja, dann haben sie natürlich die Qualität, das ist ja keine Frage. Aber du trittst halt auf und sagst, wir sind Leverkusen, wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht. Genau. So. Und das ist das, was ich bei Bayern gerade vermisse. Genau, das ist bei Bayern gerade nicht so. Das ist ursprünglich und dann finde ich auch bei Arsenal, deswegen können wir jetzt damit vielleicht abschließen und dann gehen wir mal irgendwann auf diese Bayern-Philosophie der letzten Jahre ein. Ja. Ich finde, wenn man sich das Arsenal-Spiel anschaut, ich habe gestern hier gefragt, ein paar so Trainer bei uns, hättest du so gespielt, wie die Bayern gespielt haben? Also nicht vorne drauf gehen, abwarten auf Konterumschaltmomente spielen. Ja. Ja. Hättest du das so getan oder nicht? Weil ich war mir da echt unsicher. Also mir widerstrebt das mich irgendwo in mir drin, weil natürlich in mir jetzt der Ballbesitztrainer rauskommt, ja, sozusagen. Ja. Und ich habe mir dann gedacht,
Ja, man kann jetzt drüber streiten, weil jetzt ist auch 2-2 ausgegangen, ja, und jetzt sagen natürlich mit ein bisschen Glück sogar noch gewinnst du das ja auch, ja, kann auch andersrum ausgehen, ist auch klar. Da kann man drüber streiten, aber grundsätzlich finde ich, ist das Auftreten des FC Bayern. Das ist nicht Bayern-like. Das ist eigentlich nicht diese Selbstverständlichkeit, die sie hatten. Wir fahren jetzt dahin und klar, Arsenal ist der Tabellenführer der Premier League, brauchen wir nicht drüber reden, aber wir sind eben der FC Bayern. Genau. Und jetzt treten wir halt auch mal gescheit auf und dann zeigen wir denen mal, was wir können. Und das Gefühl habe ich eben gerade nicht, das fehlt mir da so ein bisschen bei der ganzen Nummer. Deswegen bin ich kein Freund von dieser Taktik auch gewesen. Ja, also ich finde auch, es ist aktuell nicht, es ist nicht mir san mir. Null. Es ist nicht dieses FC Bayern und man, ich finde, man spürt das auch so im Ganzen, auch die Kommentatoren, es war dann so, ja, Bayern hat es ganz toll gemacht und es war alles so ein bisschen so gefühlt, wie wenn jetzt, also jetzt mal ganz extrem, Union Berlin jetzt da bei Arsenal gespielt hätte und ah, die haben sich da super verkauft, haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Nee, so, weißt? Also ich finde nämlich überhaupt nicht, also das 1-1 fällt komplett aus dem Nichts heraus. Das 2-1 auch. Das 2-1 fällt auch komplett aus dem Nichts heraus. Bis dahin muss eigentlich Arsenal schon höher führen. Zwei riesen Abwehrfehler. Riesenprobleme hinten auf der Abwehrseite Davis. Riesenprobleme gehabt. Und ich habe es dir gestern gesagt, der absolute Gamechanger pro Bayern sozusagen für dieses Spiel ist die Auswechslung von London auf links in der Halbzeit und Zinchenko kommt rein. Und der ist zwar technisch nicht ganz so stark, aber er ist unglaublich dominant, also er fordert viele Bälle. Und das hat das ganze Spiel von der starken rechten Londoner Seite auf links rüber verlagert. Und damit eigentlich das Hauptproblem der Bayern gelöst, nämlich diese schwache linke Abwehrseite. Die waren ja total überfordert damit da drüben. Und das hat das ganze Problem für sie gelöst. Das war der totale Gamechanger für sie. Und deswegen hat es so ausgesehen, als wenn die plötzlich Kontrolle bekommen über dieses Spiel, was sie vielleicht auch hatten. Ich sehe es nicht hundertprozentig so, aber da kann man auch wieder im Detail darüber diskutieren. Aber das kriegen sie nur, weil ich finde, dass ich als Londoner Trainer nicht gewechselt hätte. Ich kenne jetzt die Gründe natürlich nicht. Ja. Ich hätte es einfach so gelassen, weil diese rechte Abwehrseite hätte irgendwann die zerlegt, die rechte Angriffsseite von London. Ja, also ja, wie gesagt, ich habe es dir ja vorher auch schon gesagt, ich fand es nicht so toll von Bayern. Das war ja einfach nicht FC Bayern-like. Das war nicht, dass man sagt, jetzt kommen wir hierher, Champions League, das ist unser Wettbewerb. Und ich meine, da müssen doch eigentlich die Spieler jetzt auch sagen, also erstens, die Champions League haben sie jetzt nicht so oft gewonnen, das ist jetzt schon nochmal ein Ziel, was man haben kann. Ja. Und die wissen natürlich auch, wenn wir jetzt die Champions League nicht gewinnen, dann sieht es halt schon echt übel aus. Oder wenn wir jetzt im Viertelfinale da rausfliegen, dann sieht die Saison schon echt richtig krass schlecht aus. Du musst halt jetzt auch aufpassen, dass du überhaupt die Champions League erreichst. Und das ist echt bitter. Also was du da hast, überleg mal, was du... Ja, also es sind 6 Punkte los. Oder so. Sieben Punkte sind es. Stuttgart gewinnt seine Spiele, hat Selbstvertrauen. Leipzig Stuttgart ist jetzt punktgleich mit Bayern, gell? Ja, ja. Leipzig hat jetzt in Freiburg 4-1 gewonnen, da läuft es auch. Verstehst du? Also du weißt es nicht, plötzlich bist du da raus. Ja, und Dortmund ist ja da auch noch mit dabei. Also. Er spielt auch noch mit. Also das ist echt gerade krass. Also, Baustellen ohne Ende, wenn wir ehrlich sind. Und halt, wie gesagt, also der Auftritt oder die Auftritte, die spielen ja jetzt, ist nächste Woche schon das Rückspiel? Ja, jetzt ist Köln und dann kommt schon das Rückspiel. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt auf Leverkusen heute gegen West Ham. Ja. Das wird jetzt auch nochmal ein bisschen mehr ein Gradmesser und dann wird es halt spannend, wenn Leverkusen weiterkommen sollte, ob sie dann Liverpool oder AC Mailand oder sowas kriegen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so klein, weil das ist dann halt schon, da kann man schon mal so ein bisschen an die Champions League schnuppern. Ja, so. Ja, das wäre sehr spannend zu sehen, was da passiert. Ja. Und das wäre, glaube ich, für Leverkusen auch gar nicht so schlecht, weil sie da jetzt relativ entspannt sein können. Natürlich wäre jetzt ein Triple sensationell, aber die Meisterschaft, bist du mittlerweile so, dass du sagst, die ist jetzt durch? Ja. Oder soll ich die nächste Woche nochmal fragen? Ist durch? Meisterschaft? Oder sind die Bayern einfach... Wenn Stuttgart noch kommt. Also wenn Leverkusen am Wochenende gewinnt, sind sie Meister. Weiß ich. Ja. Aber wenn sie verlieren und Stuttgart gewinnt? Da erst war das Stuttgart nochmal. Ja, ja, alles klar. Nein, also das Ding ist durch und dann spielen sie gegen Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale und da muss es jetzt mit dem roten Teufel zugehen. Er ist auch durch. Das ist ein Journalistenspruch, oder? Da muss es dann mit dem roten Teufel zugehen. Wenn sie da noch verlieren sollten. Nein?
Wie viel Zeit haben wir? Deswegen, also Euroleague könnte dann schon spannend sein. Da können sie relativ entspannt so ein Spiel angehen und das als absoluten Härtetest dann auch nehmen. Also relativ entspannt im Sinne von, da hast du nicht viel zu verlieren, wenn du jetzt im Halbfinale gegen Liverpool rausfliegst in der Euroleague. Ja, ist okay. Dann gewinnst du das Double und bist im Halbfinale gescheitert, was völlig okay ist. Aber du hast trotzdem noch eine Rechnung offen, weil das habe ich nämlich auch so ein bisschen rausgehört in Interviews vom Frimpong, der hat es mal gesagt, und noch ein anderer. Dieses Aus, die sind ja letztes Jahr auch schon im Halbfinale von der Euroleague gegen AS Rom mit Mourinho rausgeflogen. Ja. Da hat Mourinho sie ja schon ziemlich an ihre Grenzen gebracht. Ja. Und das wurmt die krass. Das war quasi 0-0-1-0, also so klassisch. Ja, ist ja klar. Und das wurmt die krass, dass sie in zwei Spielen da kein Tor geschossen haben und ich glaube, dass sie das gern korrigieren würden. Ja. Deswegen schauen wir mal. Ich finde eigentlich geil, wenn die Bayern Mourinho holen würden. Weil ich finde es mega geil. Diese Truppe. Finde ich mega geil. Ja, weil da können wir ja dann wirklich nächste Woche mal drüber sprechen, wenn es dann darum geht, über die Ausrichtung der Transfers und für was steht man eigentlich, für welche Art von Fußball beim FC Bayern der letzten Jahre und was hat man denn heute, was ist jetzt daraus entstanden? Ja. Da wäre es jetzt eigentlich witzig, wenn du einfach in der Situation den Mourinho reinholst und der hockt sich einfach in die Kabine und sagt, I'm the special one, mir ist das wurscht. Ja. Das würde einfach sagen, so ihr, wenn ihr zu den Spielern dann sagen, ihr wollt nicht, okay, hier ist José Mourinho hier für euch. Bitte, das wäre so lustig. I'm the special one. Sehr gut. Na dann, sind wir fertig. Fertig ist eine Laube. So. Gut. Dann, haben wir noch was? Nee. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Und dann schauen wir mal, ob bis dahin Leverkusen das erste Mal Leverkusen. Dann kaufst du den Leverkusen-Trikot jetzt hier im Leverkusen-Trikot. Deutscher Meister wird. Das wäre wirklich schön. Mich würde es freuen, weil der Fußball wunderschön ist. Das ist eine ganz große Freude. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.